Perus Kapitän Paulo Guerrero ist nach seiner aufgehobenen Dopingsperre wie erwartet in den Kader für die Weltmeisterschaft in Russland, 14. Juni bis 15. Juli, berufen worden. Die Dopingsperre des ehemaligen Bundesliga-Stürmers war nach langem Rechtsstreit erst am vergangenen Donnerstag durch das Schweizer Bundesgericht ausgesetzt worden. Der Leidtragende dieser juristischen Entscheidung ist Mittelfeldspieler Sergio Pena, der seinen Platz in der Nationalmannschaft für den 34-Jährigen räumen muss. Trainer Ricardo Gerecke hatte am vergangenen Donnerstag seinen 23-Mann-Kader für die Endrunde verkündet, ehe am Montag die Änderung zugunsten des in der peruanischen Heimat als Helden gefeierten Guerreros folgte. Spielplan der WM. Der Weltverband FIFA hatte Guerrero zuletzt nur für 6 Monate aus dem Verkehr gezogen, wogegen die Welt-Anti-Doping-Agentur WADA aber Einspruch beim CAS eingelegt hatte. Die höchste sportrechtliche Instanz verhängte dann eine 14-monatige Sperre. Auch weil der CAS aber bislang keine Begründung des Urteils verschickte, entschied das Bundesgericht die Aufschiebung der Sanktion. Mehr WM-News am Montag ab 18.30 Uhr live im TV auf Sport 1 in WM aktuell, vor dem Vorrundenauftakt am 16. Juni gegen Dänemark steht für die Blank-Rojas, für die auch der Ex-Schalker Jefferson-Verfahren in Russland dabei sein wird, noch ein Testspiel gegen den deutschen Gruppengegner Schweden, 9. Juni an. Neben Dänemark sind Titelkandidat Frankreich und Australien die Gegner Perus in der Gruppe C, das endgültige peruanische WM-Aufgebot. Punkt. Tor, Petro Gales, CD Veracruz, José Cavallo, Universitario de Deportes Carlos Cáceres, Deportivo Municipal, Abwehr, Luis Advíncula, Lobos, Santa Maria, Puebla FC, Miguel Trauco, CR Flamengos, Mittelfeld, Petro Aquino, Lobos BUAP, Wilder Cartagena, CD Veracruz, Cristian Cueva, Sao Paulo FC, Edison Flores Alborg, BK, Paulo Hurtado, Vitoria Guimarães, Andy Polo, Portland Timbers, Renato Tapia.